sind wieder da. Unser erster voller Tag im Disneyland Paris bricht an. Die Nacht war allerdings, sagen wir, kurz. Der Chef hat geschnarcht wie ein Walross. Er bestreitet alles, also muss es wohl einen anderen Schuldigen geben. Aber wir haben es alle gehört. Aber nun gut. Wir sind mal auf dem Weg. Wir fahren durchs wunderschön verregnete Val d'Europe. Mhm. Eigentlich sollte das Wetter heute besser sein, sagte jedenfalls irgendeine Wetter-App, aber vermutlich hat irgendeine andere App das Gegenteil behauptet. Ja, was haben wir heute vor? Wir fahren erstmal Richtung Newport Bay Club, weil wir da eine mal so ein bisschen durchspazieren wollen. Da ist trocken drin und schön und ja, dann wurden wir ein bisschen in die Walt Disney Studios. Weiß nicht. Steffi hat sie umbenannt in die Walt Disney Studios, weil alles nur voll mit Bauzäunen ist. Ich denke, da brauchen wir schon 2-3 Tage für, um alles zu sehen. Also alle Bauzäune gesehen zu haben. Ja, dann wollten wir in Disneyland Park. Und heute Abend gehen wir, so ist der Plan zumindest, bei Alfred Burger essen. In dem sind wir, wenn wir bei uns, also ich habe das im Video gerade gesehen, sind wir gerade rausgefahren. Direkt drauf zugefahren. Das ist so der bestbewertete Burgerladen hier in der Ecke. Der, ich sag mal, Burger mit einem französischen Touch hat. Ja. Und immer, wenn man irgendwie einen Castmember fragt, wo man hier in der Umgebung essen soll, kann man sich eigentlich sicher sein, dass das genannt wird. Also schauen wir mal, probieren es aus. Haben bis dahin vielleicht noch ein Schlauchbrot gemietet. Mal gucken. Ja, naja. Wenn ihr das, weiß nicht, wollt ihr das Einkaufszentrum von der Rückseite sehen, dann seht ihr es gleich. Spannend. Aber noch ist die Ampel rot, also noch spannender. Ich hole mal ein Stück vor, weil ich da eine Schwelle. Eine rote Ampel. Steffi hat noch gar nicht Hallo gesagt. Zeig mal Steffi, sie soll mal winken. Hallo. Das klingt aber freundlich. Ich hatte einen sehr starken Kaffee heute Morgen. Ja. Hier ist das Sechure ja fair übrigens, wo auch immer mit den Leuten schnell das ist die Rückseite des Einkaufszentrums, also auf dessen Rückseite sich das Hotel befindet, genau. Im Prinzip. Da übernachten ja auch immer wieder Leute aus unserer Gruppe und unserer Seite und so weiter. Und hier ist der da ist der Eingang zum Einkaufszentrum auf der in den Mittelteil. Da kommt man ungefähr beim Primark raus, den viele von euch ja doch bei jedem Besuch irgendwie noch mit ansteuern. Ja, wir hatten auch schon mal eine Ferienwohnung in dem Gebäude, was hier links ins Bild kommt. Das war die größte, gleich wie wir gesagt haben. Das wussten wir vorher gar nicht, dass sie so riesig ist, aber. Nee, die war noch näher dran. Das hier war diese kleine, die uns etwas ältere Dame vermietet hat. Die war da vorne. Ja, genau. Ja. Selben also, Komplex, aber. Genau, und ja, hier gleich auf der rechten Seite sind wir wieder am Place de Toscane, aber wir haben schon wieder eine rote Ampel. Das ist quasi das östliche Ende des Einkaufszentrums. Wir sind zur Ferienwohnung am westlichen Ende des Einkaufszentrums am Place d'Ariane. Und hier ist rechts gleich dieser Place de Toscane, der jede Menge Architekturpreise abgeräumt hat und wo sich direkt der Food Court. Die Le Terrasse anschließt, wo ihr ein Vielzahl Restaurants findet. Aber dazu zeigen wir euch in einem anderen Vlog. Wenn nicht in einem Vlog, sondern in einem Tipp-Video demnächst auch noch deutlich mehr. Ja, rote Ampel. Wir grün und dem Menschen dann auch loszulaufen. So, mal gucken. Aber ich glaube, den Place de Toscane kriegen wir jetzt nicht mehr wirklich drauf. Nee, viel erzählt, keine Bilder, ist ja auch was. Wir fahren mal weiter. Genau. Wir sehen uns nachher. Genau. So, wir sind im Resort. Im Kernresort angekommen. Es regnet. Das gibt mir aber die Gelegenheit, den bisher ersten und einzigen Dein DLRP-Schirm zu tragen. Ja, wir haben an der Sequoia Lodge geparkt, auch wenn wir eigentlich in Newport Bay Club erstmal wollten, aber da war die Schlange an der Einfahrt einfach riesig. Wir hoffen mal, dass das Wetter noch über das Wochenende ein bisschen besser wird. Um vernünftiges Material von der Frozen Celebration zu kriegen. Ja, genau. Aber es soll ja eher wärmer werden. Und jetzt laufen wir einfach von hier mal
in Richtung Newport Bay Club. Und wenn es weiterhin so regnet, gehen wir dann erstmal einen Kaffee trinken. Glühwein, ja! Die Lodge hat, der Weihnachtsbaum vor der Lodge ist noch bunt beleuchtet. Jetzt wäre es perfekt, wenn die Bude hier aufhätte und Glühwein verkaufen würde. Wisst ihr eigentlich, wofür diese Hütten sind? Die da zum Beispiel und die da drüben beim Newport Bay Club davor. Am Newport Bay Club kann man ja inzwischen Hochzeiten drin feiern. In einem der Disney Wedding Arrangements. Ursprünglich war die dafür gedacht, dass hier Boote über den Lake Disney fahren und hier die Anleger sind. Man also gegenüber zum Disney Village mit dem Boot fahren kann und dass zum etwaig späteren Zeitpunkt die Boote hätten auch weiterfahren können zu Santa Fe, Cheyenne und zu den weiteren zu bauenden Hotels, die über diesen Seitenarm am Leuchtturm, der gerade renoviert wird, was ich gut finde, weil der sah schon wieder ganz, ganz schlimm aus. Weitere Hotels, die über diesen Seitenarm zu erreichen gewesen wären. Ich lege mal ans Hahn zu, damit ich euch das noch zeigen kann. Im Moment führt der Seitenarm ja zur Marina, wo früher die Manchester United Soccer School untergebracht war und noch weiter davor das Archiv des Disneyland Paris, das dann ja leider weitestgehend aufgegeben wurde. Und das ist ein Areal, das quasi zwischen Sequoia Lodge, Santa Fe und dem Gelände für den zukünftigen dritten Park liegt. Genauer seht ihr das in unserer Parkshow zum Thema Masterplan, wie das Resort eigentlich erweitert werden sollte und immer noch soll. Ja, das ist der Seitenarm, geht hier unter der Brücke rein und führt dann in Richtung Marina, jetzt eben, wie der Name sagt, Lager für Boote, die hier gebraucht werden. Wenn hier im Sommer Tretboote sind, so weiter, werden die im Winter da gelagert. Und da ist das Gelände für die Erweiterung des Kernareals. Oh, ist das jetzt auch richtig windig? Auf der Schirm überlebt es. Das Gelände für die Erweiterung des Hotel-Kernareals. Wenn das denn jemals kommen sollte, ich mach mal das Video aus. Ich glaube, durch den Wind hört ihr eh nicht mehr viel. So, dann gehen wir mal zum Newport Bay Club. Schauen uns das mal an. Ich mache nur so ein bisschen kleinen, kurzen Rundgang mit euch. Dörte wird demnächst mal ein Video schneiden, wo wir endlich mal Newport Bay Club ausgiebig vorstellen. So, mal das neue Steuerrädchen der Ausbau getestet. Also, das ist der Eingang von der Seeseite her. Dörte und Steffi stehen hier noch, machen sich noch fertig. Und ich gehe schon mal mit euch rein. Also im nächsten gibt es noch ein ausführliches Video, in dem wir euch alles über die Thematisierung dieses Hotels erzählen, das von Robert Ames Stern gestaltet wurde, der hier in Paris auch das Hotel Cheyenne entworfen hat und im Disney World Yachtclub, Beachclub und vieles mehr. Boardwalk und auch einige Disney Verwaltungsgebäude und so weiter. Hier links ist der Yachtclub, das Table Service Restaurant. Und rechts ist das Cape Cod. Und wir gehen jetzt mal rein. Es ist gerade relativ viel los, weil das Hotel als Ausweichparkplatz für ein Coca-Cola-Event genutzt wird. Und die jetzt alle zum Eventzelt am Disney Village laufen. Ich versuche mich mal durchzukämpfen. So, sind wir im zentralen Treppenhaus. Jetzt hier
rechts zum Cape Cod und links zum Yachtclub. Hier, diese Schiffsflaggen erzählen übrigens oder ja, können auch gelesen werden. Und was diese Schiffsflaggen bedeuten, das seht ihr auch in unserem Video. Und deshalb muss ich Dörte nochmal daran erinnern, dass ihr die Schiffsflaggen gut filmt für unser ausführliches Erklärvideo zum Newport Bay Club, die hinter dir sind. Und das Video wird nächsten 10 Tagen, hoffe ich, na, sagen wir 14 Tagen, sind noch ein paar Tage hier, online gehen, indem wir den Newport Bay Club ausführlich vorstellen und seine Geschichte. Und dann erfahrt ihr, was es sich bei den Schiffsflaggen handelt. Ja, hier ist richtig Highlife. Hier habt ihr den Lobby, den Check-in für den Compass Club. Und Rezeptionsbereich und Concierge. Werfen wir mal einen Blick in die Bay Boutique. Das ist der Shop des Newport Bay Club. Diese total coolen Mickey-Statue als Steuermann. Jede Menge Frozen Merchandise, passend zur Saison. Im Live-Betrieb noch ein bisschen mit dem Steuerrädchen üben, aber das wird auch. Legends of the Force startet ja auch am Samstag. Star Wars Merchandise gibt es auch jede Menge. Wisst ihr, ich bin nicht so der Shopper. Entsprechend sind bei mir die Shop-Anteile der Videos nicht so lang wie bei Dörtes Videos. Ja, jetzt werden wir im zweiten Ausgang raus und sind wieder in der Lobby. Hier hinten geht es dann zum Ostflügel mit dem Pool oder dem Innen- und Außenpool. Und hier habt ihr wieder die Rezeption und Dörte, die gerade fleißig filmt, und Steffi, die fleißig vor Dörte herläuft. Ja, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Oh ja, da ist jetzt relativ viel los durch den Eingang am Convention Center, wo die Leute für den Cola-Event reinkommen. Hier habt ihr links den Compass Club Lounge. Die Lounge für die Gäste des Compass Clubs, die hier Snacks bekommen und tagsüber Getränke. Und auf der anderen Seite das Captain's Quarters, die Bar des Newport Bay Clubs. Früher hatte der Newport Bay Club ja zwei Bars mit dem Captain's Quarters und der Fisherman's Wharf. Inzwischen ist nur noch die eine. Ja, hier geht es zum Convention Center.
gehe ich nur bis zum Fenster und laufe nicht ganz bis hin. Und da ist der Check-in für Teilnehmer von Conventions und so weiter. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin, weil da die Hölle los sein dürfte. Hier seht ihr aber drüben das Gebäude des Convention Centers. Ja, das war auch schon mein kleiner, sehr kleiner Rundgang mit euch. Das sollte nur so ein bisschen anteasern, dass wir demnächst ein ausführlicheres Video zum Newport Bay Club haben werden. Und ja, wir melden uns wieder, wenn wir irgendwie in Parks sind. Vielleicht, oder wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken oder uns vor dem Regen schützen. Ein ganz spezieller Gast kommt vorbei. Wir sitzen gerade noch gegenüber des Kompass Clubs und da sagt Donald mal Hallo. So, nachdem wir hier noch ein bisschen rumgesessen haben, um den Regen auszusitzen, hat gerade das Captain's Quarter aufgemacht. Sollen wir einen Kaffee trinken gehen? Wenn es draußen regnet, ja, dann gehen wir doch direkt gleich rein und trinken einen Kaffee. Dann filme ich mal eine Runde und dann, ne? Also, der hat filmt für unser großes Video und ich gehe auch mal hier rein und gleich gehen wir mal hier hin und trinken noch ein Käffchen im Captain's Quarters. So, ein paar Leckereien. Ja, draußen sieht es immer noch trist aus und deshalb denken wir, wäre es gar nicht so schlecht, vielleicht mal einen Kaffee zu trinken hier. Oder vielleicht eine Bloody Mary, mal schauen. Hier sind ja auch ganz viele Seefahrt gewidmet. Vieles erinnert auch an The Race, das war eine Regatta. Dazu aber auch mehr im Vorstellungsvideo. Toll sind auch die Modelle, die Schiffsmodelle, die hier und auch auf dem Flur hier vorstehen. Das ist eine meiner Lieblingsbars eigentlich, weil die Atmosphäre hier echt, ja, toll ist. Also gemütlich, aber gleichzeitig sehr elegant und schön dekoriert. Und überall dieses nautische Flair. Ja, das war so ein erster Eindruck. Da läuft dort wieder rum. Und wir holen mal Steffi rein, dass wir hier einen Kaffee trinken oder sowas. So, wir sitzen im Captain's Waters und gönnen uns einen Kaffee. Ein Kaffee Viennois. Viennois? Na, mein Französisch. Nein, das ist Steffi, das ist nicht der Kaffee. Ich kann ja das neue Tool einsetzen. Ganz schlichter Arabica-Kaffee mit Schaumhaube. Eigentlich soll da noch ein bisschen Schokosplitter drauf sein, aber die Schokolade liegt nebendran. Genau. Oder das ist die Schoko. Ja, sorry, die liegt nebendran. Ja, du musst es selbst drüber bröseln. Ja, wir haben noch ein bisschen weiter gefilmt und haben gerade unsere Evernote-Notizen für das Video noch mal ein bisschen ergänzt, um ein paar Sachen, also für das Vorstellungsvideo. Dörte wird das bald schneiden. Ich bin gar nicht drauf, du filmst immer noch den Kaffee. Oh, ja, stimmt. ich verspreche euch, dass Dörte das bald schneiden wird, ihr nicht zu lange warten müsst und ihr könnt sie drauf festnageln, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Und danach sichern wir uns hoffentlich mal Plätze für Olaf bei der Animation Celebration und schauen uns die mal an oder so, wahrscheinlich. Und ja, mal gucken. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir jetzt am Eingang des Walt Disney Studios Parks. Und hier sind ja inzwischen einige Eingänge auf das neue System umgestellt worden. Hier, ganz kurz, da seht ihr den alten Eingang. Hier ist das neue System. So. Ja, es ist nur sehr dunkel, darum sieht man es nicht richtig. Die hat ja. Sind auf dem Weg und Steffi führt euch jetzt mal vor, wie das Ganze funktioniert. Jahreskarte. Raufhalten. Richtig. Und dann ist grün.
Und schon sind sie verschwunden. Ich folge ihnen gleich, wenn ich meine Jahreskarte raus. So, da sind auf dem Boden noch so gelbe Fußspuren vor dem Eingang aufgedruckt. Und es ist wichtig, dass ihr euch so ziemlich darauf befindet, wenn ihr zu weit vor, davor oder dahinter steht, dann macht die Maschine leider gar nichts. Dann gibt es ein rotes X. Und es gibt ein rotes X und kein grünes Welcome und ihr müsst draußen bleiben. Na gut, mit einem neuen Versuch funktioniert es dann, aber nur so als Tipp. Ja, wir schauen mal. Da hinten sind die Pinguine von Mary Poppins. Da drüben Goofy. Und wir schauen einfach, wohin es uns verschlägt. Ob zuerst in einen Shop. Thorsten guckt gerade nicht, also es ist die Gelegenheit. Oder was wir sonst jetzt unternehmen. Wir sind jetzt bei Buzz Lightyear, denn wir haben einen Termin über die LimeBertie-App. Hello. Und dann geht's mal zum Treffen mit Buzz. Thorsten hat sich vorgewagt. Und natürlich werden wir uns da auch noch dazu gesellen. Hier kommen wir gerade an der Baustelle, sag ich mal, vorbei. Hinter deren Eingang sich der frühere Eingang der Studio Trump Tour verbirgt. Die hat am 5. Januar letztmalig geöffnet, um umgebaut zu werden. Sie bekommt ein Cars Overlay und soll schon in diesem Sommer wieder eröffnen, damit ihr eine kleine Spritztour über die Route 66 machen könnt. Wir sind gespannt. Aktuell ist halt nur ein blauer Zaun, aber dahinter wird sich hoffentlich dann was Tolles Neues entwickeln. Und wir versuchen jetzt mal, ob wir uns trauen und mutig genug sind, in den Tower of Terror zu gehen. Hallo! Bonjour, Olaf! Ah. Wir sind jetzt beim L'Hiver Gourmand angekommen, dem kleinen Food and Wine Festival des Walt Disney Studios Park. Hier in Richtung des Place de Rémy erstrecken sich verschiedene Buden, an denen es Spezialitäten aus verschiedenen französischen und europäischen Regionen gibt. Und wir schauen mal, wo wir uns denn jetzt so durchsnacken, was wir probieren und euch darüber berichten werden. Ich glaube, unsere erste Station wird die Bude zu Goût und Saveur de Montagne werden. Da hat Steffi sich schon mal eingereiht, um einen leckeren Käsesnack oder hoffentlich leckeren Käsesnack zu erwerben. Und wir werden euch dann natürlich gleich berichten, wie es geschmeckt hat und sicherlich auch noch das ein oder andere weitere probieren. Und Thorsten hat sich hier an der Bude Les Saveurs de Saison angestellt und wird sich eine Portion Bœuf Bourguignon holen. Es gäbe auch noch verschiedenes weihnachtlich anmutendes Gebäck. Und ich ziehe mal weiter und schaue mal, an welcher Bude ich Halt mache, um etwas zu probieren. Hier gibt es Les Recettes de la Cigogne. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Das sieht nach Nordfrankreich, Elsass aus. Sauerkraut gibt es, Quiche Lorraine und andere Dinge, Brezeln. Das gibt es hier. An der nächsten Bude gibt es den Geschmack des Winters, geröstete Maronen, Glühwein. Also ähnlich wie auf dem Weihnachtsmarkt, es duftet auch ganz wunderbar. Und dann gibt es hier noch La Bigoudaine Gourmand. Und auf der Karte stehen Galette, Crêpe und solche Dinge, die hier
sind. Ja, ich schau mal, für was ich mich entscheide und dann werden wir gleich alles probieren. Hier haben wir das Raclette-Sandwich-Brötchen oder ein Raclette im Brötchen. Das hat Steffi sich genommen und bevor es jetzt kalt wird, halte ich es kurz und wünsche guten Appetit. Du berichtest dann, wie es geschmeckt hat. Ja. Thorsten hat sich einmal die Schnecken und das Bœuf Bourguignon ausgesucht. Da werde ich einfach mal mitessen und beschließe, dass das auch meine Portion mit ist. Wir wollen ja noch mehr probieren. Wir wollen vielleicht noch was probieren und an den anderen Buden waren gerade die Schlangen etwas zu lang. Das hätte zu lange gedauert, dann wäre das hier alles kalt, bis ich hier wieder zurückgekommen wäre. Also gleich gibt es ein Geschmacksfazit. Da sind wir also fertig, haben gegessen und wie sieht es denn aus? Wie hat es geschmeckt? Also der Raclette, das Raclette-Sandwich war lecker. Schinken, ein bisschen salzig, aber der Käse gleicht so wieder so ein bisschen aus und mit dem Brötchen, es war warm, es war heiß. Und der kleine Hunger ist jetzt erstmal gestillt. Ja. Ja, also mein Hunger ist nicht gestillt, deshalb probieren wir noch ein bisschen mehr und Steffi muss da auch durch. Aber ja, also ich habe Steffi's Sandwich auch probiert, den fand ich auch echt lecker. Der Käse war super lecker, der Speck war, Schinken war würzig. Ich mag es sehr, sehr salzig und würzig, das fand ich klasse. Das Bœuf Bourguignon war geschmacklich gut, es war allerdings bestenfalls lauwarm, eher kühl. Und das Fleisch fand ich unbedingt zart, also es ist nicht wirklich, wie man bei Bœuf Bourguignon erwartet, lang gegartes Fleisch, das dann richtig mürbel wird. Das nicht, geschmacklich war es in Ordnung. Die Escargots, also die Schnecken, waren, ja, sollte echt crispy sein, der Teig. Der Teig war, also das sah ein bisschen matchig aus. Der sah nicht nur so aus, das war im Prinzip ein bisschen rohe Teigmasse. Und in der Mikrowelle halt heiß gemacht, dass da nicht knusprig werden. Da kann es nicht knusprig werden, ja. Das Gerät hätte auch, wenn ich es richtig finde, eine Grillfunktion, aber die wurde halt nicht genutzt. Und naja. Und geschmacklich? Ja. Ich fand es sehr knoblauchlastig, aber ja, gut, das ist bei Schnecken jetzt nicht ungewöhnlich, ja, also von daher. Okay, also ich fand es jetzt, ja. Thorstens nächstes. Ich habe erhofft, den Kontrast zwischen dem knusprigen vom Teig außenrum und der weichen, cremigen Schnecke. Das war halt nicht da. Es war nur eine Masse, keine verschiedenen Texturen, es war eine Masse. Thorsten hat beschlossen, als nächster Stand gibt es Les Recettes de la Cigogne und er möchte da Choucroute probieren. Also besorgt das doch mal und wir werden dann verkosten. So, da hätten wir einmal die Quiche Lorraine, die wir auch noch genommen haben. Wir dachten, das müssen wir doch jetzt mal probieren. Und hier ist die Portion Choucroute, eine Elsässer Spezialität mit Sauerkraut. Wir werden jetzt mal testen und euch natürlich auch gleich berichten, wie es denn geschmeckt hat. So, wir haben uns hier jetzt noch einen Glühwein gegönnt. Ja. So zum als Digestiv, sagt man, nach dem Essen. Und lassen natürlich jetzt auch gleich unser Fazit zu Choucroute und Quiche Lorraine folgen. Und wie hat es dir geschmeckt? Die Quiche fand ich eigentlich wirklich lecker. Das erste Stückchen hatte nur ein leichtes Knorpelstück von Bacon drin. Aber ansonsten super lecker. Ja, gut, das kann wärmer gewesen sein auch, aber geschmacklich auch. Ich fand es gut, ne? Ja. Ja, also mir hat die Quiche auch gut geschmeckt. Und dir? Ja, fand die Quiche auch lecker. Super, auch heiß. Also, obwohl, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil die da stand und nur zugedeckt war, aber es stand noch nicht lang und war heiß. Sollte ich gut weitermachen? Ja, dann machen wir auch gut. Der Kassler war. Das war die falsche Richtung, ja. So. Der Kassler war schön. hat auch gut geschmeckt, aber auch in Ordnung. Bei der Wurst hatten wir teilweise, also Steffi, ein bisschen Pech leider, weil ein Teil der Wurst wohl schon etwas lang drin lag und leider nicht Sauerkraut säuerlich, sondern sauer leicht verdorben war. Das darf nicht passieren. Ja. Entsprechend wird das Gericht natürlich abgewertet. Ja. Ich fand auch, dass die Sauerkraut war lecker. Also die Fleischeinlage da ist sowieso nicht ganz so mein Geschmack. Das habe ich da gar nicht so viel probiert. Aber so lala halt, wie der Franzose sagt. So lala. Hier sind wir jetzt in der Animation Celebration Ausgabe La Reine des Neiges oder auch Disney Frozen Musical Invitation. Hier sind am Rand noch. Ja, ich muss mich mal kurz hier in die bitte in die Schlange einreihen. Alles ganz geordnet. Und hier sieht man noch so ein paar Ausstellungsstücke zur Geschichte des Animationsfilms. Da drüben
ist die Multiplan-Kamera zu sehen, mit der Schneewittchen gedreht wurde. Da wurde die erstmals eingesetzt. Näher kann ich euch diese Schaustücke jetzt gerade nicht zeigen, weil wir gebeten werden, uns hier jetzt ganz fein säuberlich aufzureihen und damit kann ich da leider nicht hinlaufen. Sehe den Sinn jetzt nicht so ganz darin, dass man hier diese Ausstellung hat, aber sich im Vorraum nicht bewegen kann. So war das früher zumindest. Aber nun gut. Gleich geht es dann weiter in den nächsten Raum, wo uns dann Sven, Christoph und Anna erwarten. Und danach schauen wir mal. Erst lernen wir zu tanzen. Oder war es erst, lernen wir erst zu tanzen und dann zu singen? Nee, genau, wir lernen erst zu tanzen mit Sven, Elsa und Anna. Und dann werden wir zusammen mit Elsa singen und dabei die gelernten Tanzschritte ausführen. Ja, wir geben uns Mühe, das fein säuberlich auszuführen. Thorsten versteckt sich hinter seinem Fotoapparat. Gut, wir sind gespannt, wie es weitergeht, denn für Thorsten und mich ist jetzt das erste Mal, dass wir die Show sehen. Steffi, hattest du schon das Vergnügen? Nein, ich habe es leider nicht gesehen. Ach, du hast sie nicht gesehen. Ich dachte, du hättest es geschafft im Dezember. Nee, wir haben leider auch nicht viel Zeit hier. Ja, okay. Also für uns alle eine Premiere. Wir sind gespannt. So, da sind wir nun in der Animation Celebration. Sven ist schon da. Und wir schauen mal, was gleich noch so kommt. Such a classic, right? Reindeers are better than people. Sven, don't you think that's true? Yeah, people will beat you and curse you and cheat you. Every one of them's bad, except you. Thanks, buddy. But people smell better than reindeers. Sven, don't you think I'm right? That's once again true for all except you. You got me, Scotty, tonight. Good night. Don't let the frost bite. Good night, buddy. So, wir haben jetzt zum ersten Mal, wir waren ja vorher noch nicht wieder da, Frozen Celebration geschaut, in Animation Celebration Frozen Edition oder wie es genau oder wie es heißt, oder Royal Invitation, genau. Ja, sorry, also wir haben bei einigen Shows letzter Zeit diese Paris ja wirklich gelobt, weil Sean Carpenter richtig gut war bei Rhythms of the Brightlands, beim Jungle Book Jive, super Sachen, aber das ist Mist. Ja. Da hätte man lieber die altbackene Art of Animation gelassen, die vollkommen überholt war, aber das hier ist auf so vielen Ebenen Mist. Es ist die Show ist an sich nicht gut. Keine gute Storyline. Es ist, sie lebt von Let It Go. Let It Go und fertig, genau. Bühnenbild ist gut. Ja. Vor allen Dingen im ersten Raum mit Sven da im Stall. Das ist echt gelungen. Dann ja. Die Organisation ist eine Katastrophe. Wer auch immer auf diese dämliche Idee gekommen ist, nur damit man ein bisschen rumtanzen kann, was eh keiner mitmacht, zumindest in unserer Show jetzt, die Sitze rauszureißen. Ja. Ja, sobald du selbst als größerer Mensch in der zweiten Reihe bist, siehst du von der Show eigentlich gar nicht, weil die Bühne halt auch nicht so wirklich hoch ist. Und dann kamen bei uns noch Leute auf die Idee, in der ersten Reihe, nicht irgendwie weiter hinten, da kann man es noch diskutieren, auch wenn ich es auch da nicht gut finde, da kann man es noch diskutieren, Kinder auf die Schultern zu nehmen, aber in der ersten Reihe, das ist einfach Bullshit. Und ich dachte am Anfang, da wäre noch irgendwer Großes davor und wollte noch eine gewisse Form von Verständnis aufbringen. Ja, war aber nicht. War erste Reihe. Ja. Kind auf den Schultern und eine andere Hand. Ja. Extra neben sich, damit er selbst nicht das Handy noch gehalten zum Aufnehmen. Also hat nicht nur vor sich blockiert, sondern auch neben sich noch alles. Weil er es ja selbst sehen wollte und gleichzeitig filmen wollte. Ja. Aber auch unabhängig davon, ob wir die Show richtig gut hätten sehen können, sie ist echt schlecht. Also ein gutes Lied, das ist aber ausgelutscht, kennt jeder.
ein gutes Bühnenbild reicht nicht. Und warum hat man nicht einfach die Sitze drin gelassen? Das war bei Art of Animation. Gerade bei so einer niedrigen Bühne ist es viel sinnvoller, die Sitze drin zu lassen, weil dann ab der dritten Reihe die Sitze drin sitzt. Dann wäre das Ganze überhaupt kein Problem. Dann gäbe es halt diese hampeligen Tanzschritte nicht. Aber wie gesagt, bei uns hat sie eh kein Mensch mitgemacht. Also, vielleicht ist es in anderen Shows anders und der ganze Saal tanzt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Totaler Flop. Also für uns echt gerade die Enttäuschung des Tages, würde ich sagen. Also, schlimmer als der dauernde Regen. Ja, das stört mich gerade gar nicht so. Also das war. Ich hätte lieber im Regen gestanden, das ist mir egal. Okay, egal. Das war's davon. Ja. Wir gehen jetzt wahrscheinlich Richtung Apartment zurück und noch ein bisschen durch den Shop. Dort wird man uns ein bisschen Merchandise zeigen und dann gehen wir heute Abend zu Alfred Burger wahrscheinlich. Genau. Und ja, da seht ihr uns noch und sorry für den Shitstorm gerade oder für das Gemecker, aber das müsst ihr nicht mal sein. Ja. Tschüss. Dann mal auf in Shoppingvergnügen. Thorsten freut sich schon ganz und gar. Er ist kaum zu bremsen. Und wir schauen mal, was es denn hier so gibt. Meine Adleraugen erspähen schon mal Frozen-Artikel. Ich war ja gestern schon hier drin und ich habe da so ein paar ganz süße Ohrringe gesehen, die ich mir auch gleich mitgenommen habe. Ah. Also die fand ich wirklich ein kleines Schnäppchen. Also hier erstmal Frozen, passend zur Saison. Ich finde hier eigentlich den Poncho auch ganz süß. Ich muss mal ein Stückchen zurückgehen, sonst sehe ich gar nichts. Ja. Mhm. Ist halt preislich. 90 Euro. Ja, ja, ja. Vielleicht dann doch lieber ein paar Handschuhe. Nein, danke. Ich bleibe beim Poncho, den ich mir nicht leisten kann. Und ja. Und dann schauen wir mal. Hier sehen wir ein Sale-Regal. Gestern ist das Video ja schief gegangen, aber hier reichen wir natürlich nach. Rucksäcke, Taschen im Marvel- und klassischen Mickey-Style. Die Tinkerbell-Kollektion wird wohl anscheinend aktuell komplett rausgeschmissen. Da gibt es massig Produkte, die in dem Stil reduziert sind. Das da hinten nicht, aber hier noch dieser Ständer. Das sind auch noch reduzierte Artikel. Hier noch mehr Tinkerbell. Also die scheint wirklich auf der Abschussliste zu stehen. Also nicht Tinkerbell an sich, aber diese Kollektion hier. Ach ja, hier, genau. Irgendwie seit 2 oder 3 Jahren immer wieder. Ja, kommen welche. Ja, irgendwie läuft es nicht richtig. Keine Ahnung. Aber so massig viel ist es nicht, was hier ist. Was ich interessant finde, ist, dass hier diese Spider-Man, die Marvel von Schleim-Sachen 50% reduziert sind, ja. Also nicht nur der Geldbeutel, es gibt da drin auch noch die passende Handtasche. Eine Handtasche dazu, also wer so auf Marvel steht und Lautschlei mag, das ist die Gelegenheit zuzuschlagen. Ja, schauen wir mal rum, gut ein paar Weihnachtsartikel, noch irgendwelche Bonbons. Ach hier, Baymax Halstücher. Halstücher sind irgendwie auch in jedem Sale immer 1 bis 2 dabei, das ist irgendwie schon Standard. Ja, und das war's im Prinzip hier. Es ging ja schon mal die Frage rum, ob sich der Sale noch lohnt. Ich würde jetzt persönlich sagen, nicht wirklich. Wenn man gerade da ist, dann kann man ihn mitmachen. Aber extra dafür hinfahren würde ich jetzt nicht unbedingt. Ach, hier gibt es noch ein paar Ohrringe. Für 3 Euro finde ich das jetzt. Kann man die mitnehmen, klar. Aber dafür extra herfahren ist halt jetzt nicht das wahnsinnig Tolle. So, dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ja, die normalen Shopping-Artikel, verschiedene Halstücher, Kekse, Tassen. Tassen gibt es immer in Massen, Geschirr. Also, ja, eben das übliche Sortiment. Ach, diese Tassenkollektion ist relativ neu, erst vor kurzem eingeführt zu verschiedenen, ne, ich wollte sagen erst Prinzessin, aber das stimmt gar nicht. Es gibt auch Bambi und Alice im Wunderland. Also nicht so
Wupp, ja, diese, ich drehe mich einmal, Entschuldigung, ich hoffe, ich werde nicht schwindelig. Ja, genau. Ja, stimmt, stimmt. Dieses, dieses Geschirrdesign, das hat hier da unten, so sah die Kollektion aus. Die alte, die wird auch noch verkauft, aber eben, ich glaube, nicht mehr alle Artikel, sondern was da ist, ist da. Dann gab es eine Zeit lang dieses bunte. Und neuerdings jetzt relativ schlicht, aber mit Michi dadurch schon ganz schon ganz schick. Also wer noch ein Geschirr sucht, ja, dann kommen wir zur Best Day Ever Kollektion, die ist auch recht neu. T-Shirt, ja, T-Shirt, so, genau. Ein Puzzle gibt es dazu. Und ah ja, Steffi weist mich gerade noch auf Tassen hin. Ich finde die eigentlich ganz süß. Also auch wenn jetzt da die neuen Mickey und Minnie Cartoons damit drauf sind, die ich jetzt eigentlich nicht so bevorzuge, aber die Tassen finde ich ganz süß gestaltet. Das stimmt. Ja. Und preislich sind wir hier bei 13 Euro, 12,99. Das ist relativ ein klassischer Preis für eine Disneyland Paris Tasse, würde ich sagen. Also. Ja. Ja, und sonst, ja, jetzt kommen wir dann gleich noch in die Abteilung mit den Stofftieren und Figuren und so weiter, aber ja. Klar, wer noch einen Mushu oder einen Olaf zum Knuddeln braucht, wird hier fündig. Keine Pony. Oder ein Mr. Potato Head kann man sich zusammenbauen. Ah ja, genau, wie Steffi gerade sagt, wir kommen jetzt in die Frozen-Abteilung hier hinten noch. Bruni sucht man allerdings vergeblich, denn es ist immer oder noch oder schon wieder ausverkauft. Wir wissen es nicht ganz genau, was jetzt zutrifft, aber auf jeden Fall nicht erhältlich im Moment. Kann natürlich sein, wenn ihr erst in ein paar Wochen hier anreist, dass es dann schon wieder anders aussieht. Aber aktuell eher schwierig. Jupp. Oh, Seifenblasenstab. Ja. Und es gibt auch die Frozen Funko Pops. Stimmt, ja, da bin ich hier gerade schon vorbeigelaufen, genau. Hier. Ist ja auch relativ neu, dass die in Paris hier sind. Genau. Ne? Also auch bei Star Traders drüben findet man jetzt auch einige Star Wars Funkos. Und mal schauen, was es dann noch in Zukunft dann alles da. Bestimmt noch einiges, wenn die sich verkaufen, dann kommt da bestimmt noch einiges. Jo, das war unser kurzer Shopping-Rundgang. Mal schauen, ob außer Essen heute noch was von uns kommt. Ihr werdet sehen. Steffi und ich haben gerade beschlossen, wir stürzen uns nochmal in Shopping-Getümmel außerhalb der Parks und statten dem Shopping-Center im Val d'Europe einen Besuch ab. Und da haben wir beschlossen, als erstes mal den Primark aufzusuchen. Oder Primark oder wie auch immer er nur heißt, um zu schauen, was es da so an Disney-Artikeln gibt. Steffi hat sich schon ihren Weg hineingebannt und hat auch schon das erste, erstmal andere Sachen entdeckt. Cocktail, Bubbly Cocktail Kit. Ja? Pocket sized, perfekt. Aber ich sehe auch schon Disney-Sachen, also ein bisschen Weihnachtskram. Und dann hier geht's um die Ecke und was sehen wir hier? Es gibt Notizbücher. Und da oben, Lautsprecher. Hier sind Notizbücher. Da haben wir so Dekoration, die sich dreht. Einen einzelnen Olaf Handyhalter. Ein Snow Globe. Ja, hier unten gibt's weitere. So, genau. Ja. Mickey und Minnie sind Küsse. Tasse und Sockenset. Ach so, für den sehr kreativen Schenker zu Weihnachten. Genau. Dann noch ein paar Teebeutel dazu, also wer hier schnell für nächstes Jahr Weihnachten schon mal vorsorgen möchte. Ja, bestimmt mit Geruch, oder? Riecht nach Vanille. Na, das ist nichts für mich. Okay, dann gibt es so Thermobecher. Das sind Thermobecher, würde ich sagen, ja. Genau, Mahltassen. Eierbecher.
Set. Mit, das ist so ein Toaster. Da kannst du die Form, dass man das ins Brot einbrennt. Weitere Tasse. Oh my. Oh my, ja gut. Oh boy. Nee, die ist aus. Schauen wir. Ein Mini-Maus-Kissen. Ja. Dann haben wir ein so ein Mickey. Stofftier. Aber ob der im Sale ist, wissen wir jetzt nicht. Keine Ahnung. Ein Mini-Speaker. Das ist doch mal lustig. Und hier, ach nee, so weit sind wir noch nicht. Geschenktüten. Mini und Five. Ja. Und dann drehen wir uns einmal um und Frozen. Aber anscheinend alles nicht so. Na. Oh, zum Teil. Ja. Das sind diese Weihnachtsbaumkugeln, die auch bei uns beim Aldi, aber nicht gefüllt? Nee, das sind Fruitsnacks sind da drin, sagt es. Okay. Bei uns sind ja Kekse drin. Ja, ja, genau. Und die sind jetzt Früchte. Mhm. Früchte drin. Und da ist noch irgendwas von Frozen, was reduziert ist. Ich sehe da ein rotes... Ein Christmas-Set. Ach, das ist dann hier mit... Ach, da ist ein Ball drin und Becher. Mit Schokostückchen. Jo. Milchschokoladenstückchen. Na dann. Ich bin begeistert. Dann haben wir hier auch noch Frozen, reduziert. Eine Gloss Palette. Also verschiedene Gloss. Die Spiele hier sind auch reduziert. Oder ist es ein wo man Armbänder selber machen kann. Ach, so ein Set, ja. Mhm. Das ist auch 5 Euro reduziert. Der Preis ist jetzt hier drauf. Ah, ja. Und dann haben wir ein... Das ist schwer. Das ist heavy. Ein... Ja, auch so ein Spiel. Match 5. Also so, Ach so, 4 gewinnt, bloß mit 5. 5 gewinnt. Ja, aber es ist hier nicht alles aus dem Frozen-Regal reduziert. Ich dachte jetzt erst alles, aber nein, auf allen ist nicht unbedingt was Rotes drauf. Also hier diese Bart-Set ist zum Beispiel nicht runtergesetzt. Jo. Okay. Schnee kannst du dir auch machen, ist aber auch nicht reduziert. Deinen Glitzerschnee kannst du dir für 4 Euro machen. Mhm. Wir haben noch Frozen-Tassen, die sich... weil wenn da was Warmes reinkommt, genau. Dann... Also Lead with Courage. Mhm. Und dann in kalten Zustand in schwarz. Und dann, wenn sie heiß werden, hat man dann entweder... Ich gehe mal davon aus... Alle drei, je nachdem, wie man es dreht. Ne? Olaf, Anna und Elsa. Mhm. 7 Euro geht eigentlich auch. Ja, für eine Tasse ganz passabel, würde ich sagen. Ja, nach der Frozen-Abteilung gibt es hier noch ein bisschen Star Wars. Ist auch runtergesetzt. Todesstern-Geduldsspiel mit so einer Kugel, die man da durchkullern lassen muss. Das ist ein R2-D2. Was macht der? Das ist eine Lampe mit Sound. Wow. Okay. Taschenlampe mit Sound. Ja, und das... es gibt noch ein paar, aber die Dinge sind nicht runtergesetzt. Gibt es noch eine Millennium Falcon Dose mit Puzzle? Ja, das... Cinderella-Socken-Tassen-Kombi-Set. Genau. Für den kreativen Schenker zu Weihnachten. Ja, und ich glaube, also das war's hier in diesem Bereich mit Disney-Sachen. Es gibt noch anderen Kram, der runtergesetzt ist, aber... Harry Potter und Co. interessieren uns jetzt erstmal am Rande. Wir schauen dann nochmal weiter, was wir sonst noch finden und euch zeigen können. Hier sind wir nun in der Nähe der normalen Disney-Klamotten. Wir haben hier verschiedene Motiv-Pullis. Ich drehe mal gerade um mit Winnie the Pooh. Dann haben wir hier auch die Variante mit Mickey und Minnie. Nur Minnie, Entschuldigung. Mickey habe ich mir einfach dazu gedichtet. Genau. Und ja, dann geht's mal weiter in die komplette Abteilung. Hier sind nochmal ein paar Ausverkaufsartikel.
paar Prinzessin-Rucksäcke, auch so ein, ja, Leopardenfell-Optik. Brauchen in den Parks diese leuchtenden Kissen auf, Kissen, ja. Gibt es die nicht leuchtende Version bei Prima? Ja. Primark. Ja. Dann kommen wir hier zu. Also, Steffi sieht ein Stitch. Hier gibt es erst nochmal Frozen aus. Einen ganzen Stitch Klamottenständer. Flasche, ein Wärmflaschen-Stitch, ja? Und Schlafanzüge, Hausschuhe mit Stitch. Ja, okay. Ich laufe schnell weiter, ich habe es nicht gehört und gesehen. Hosen und jede Menge, das noch mehr, Pyjamas. Auch im Lion King-Look. Hier auch ganz viele Kinderklamotten, Mini, Mickey hauptsächlich, aber auch das ein oder andere sonst. Das ist aber auch das erste Mal, dass ich zum Beispiel ein Peachel für Kinder sehe. In der Größe. Mhm. Ja. Hingen da vorne auch noch irgendwo, ich habe welche gesehen, Girls Pyjamas. Hier haben wir noch Prinzessin-Kram, nochmal Olaf. Jede Menge Dumbo. Also wer noch keinen Dumbo-Schlafanzug hat und immer schon mal einen haben wollte, hier gibt es einen. Mickey, Minnie. Hauptsächlich Mickey und Minnie in allen Varianten. Und hier das große Grabbelwühlregal mit verschiedenen, was sind es, Schlafanzügen, würde ich jetzt mal behaupten. Dauert halt hier eventuell ein bisschen, bis man das passende Motiv und die passende Größe herausgefunden hat. Es ist etwas chaotisch. Ja, Socken gibt's auch noch und ein paar Stofftiere. Ein super Flausch Stitch, ja, was weiß ich, ist es ein Schlafanzug oder wozu auch immer man es tragen kann. Wäre auch noch vorhanden. Hier nochmal, also Schlafanzüge sind hier das große Thema, wie es aussieht. Babyschühchen im Tigerlook. Mal genauer angezeigt. Und hier sind wir schon wieder zurück bei Dumbo. Ja, das war so im Großen und Ganzen der Rundgang durch die Disney-Abteilung bei Primark. Vielleicht war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Wir schauen mal, ob wir für uns noch irgendwas finden, was wir mitnehmen wollen. Und falls wir noch was anderes finden an anderer Stelle, melden wir uns natürlich nochmal, um es euch zu zeigen. So, heute Abend testen wir mal Alfred Burger. Das hatten wir ja schon angekündigt. Und wir stellen euch gerade mal kurz unsere drei Burger vor. Ich fange einfach mal an damit. Also ich habe den, das ist Dörter, das ist nicht der Burger. Ich habe den Burger des Monats mit Beef Dobrak, einer Zwiebelsoße, einem Rösti, Speck, einer Zwiebelcreme, meine ich, Speck und einer, was ist denn Käse da drauf bei mir? Reblochon. Genau. Ja, dann gebe ich ja weiter und du hattest schon ihren Burger vor. Du hast dann gerade nachgeschaut, was es für einer genau war. Er hieß Le Fronton. Das weiß ich noch. Ja, also Dörtes Burger heißt Le Fronton. Das ist Böbrack. Zwei Käse drauf, ein Tom de Savoy und ein Fourmet d'Ambert. Eine Zwiebelmarmelade, Rucola und Mayonnaise mit Piment d'Espelette. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und Steffi hat Barbecue Burger und sonst, ja. Auf dem Barbecue Burger ist drauf Beef from Huck, Tom de Savoy, Pork Belly, Zwiebelmarmelade, Estragon und Barbecue-Soße. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, die Kamera spielt gerade etwas verrückt. Obwohl ich es zentriert habe, scheint sie gerne die Decke zu filmen. Jetzt und ist Thorsten ausgewichen. Wir probieren mal und werden uns dann wieder melden.
So, wir kommen mal zum Fazit von Alfred Burger. Oder Alfred Burger. Alfred. Nein, keine Ahnung. Hamburger Français. Und da sind sie auch. Also Hamburger Français. Mit einem Burger mit einem französischen Touch. Ich war da, muss ich echt sagen, ein bisschen skeptisch vorab, weil Burger für mich was Amerikanisches sind. Und mit den eher französischen Käsesorten und sonstigen Zutaten war ich so ein bisschen... Ein bisschen skeptisch. Ja. Es ist ungefähr ja, wird mir drei schmecken. Jahre lang sind wir nicht hingegangen. Und ja, also mir hat es super geschmeckt. Alle drei Burger, wir haben also, jeder hat jeden probiert, waren alle super lecker. Meiner war quasi so der Big Rösti in gut. Die edle Variante eines Big Rösti, weil eben das Rösti drauf war und Käsesoße. Und, aber war super lecker, total gut. Die französischen Käse haben dem Ganzen wirklich so ein bisschen Twist verliehen, ein bisschen Pfiff gegeben, bisschen richtig viel Aroma gegeben. Ja. Bisschen richtig viel. Ach ja, meine Güte. Also war echt toll. Und mal schauen, was Steffi dazu sagt. Steffi hat noch eine Cola nebenbei. Achso, dann fahre ich erst Dörte. Ja, super lecker. Ich wollte früher schon mal hergehen. Da war halt, wie gesagt, trotzdem Skepsis zu stark. Ja, macht ja nichts. Und dann sind wir früher eher bei Five Guys in Village gelandet. Perfekte Lage zu unserer Wohnung. Wir sind vielleicht 50 Meter gelaufen und dass wir unbedingt euch Tipps außerhalb vom Disneyland Paris fürs Essen geben wollten. Gut, denn wir sind hier gelandet. Wir haben jetzt pro Burger mit dem großen Bier und Pommes 18 Euro. Frisch gegrillte Burger nach Gargrad wie gewünscht. Ja. Genau. Pommes richtig gut, richtig knusprig, richtig heiß, richtig lecker. Bei uns, wir haben gerade noch mal in Mainz einige Burgerläden vom Preis her verglichen. Wir dachten, es ist etwa identisch. Es ist etwa identisch. Vielleicht zahlt man in Mainz einen Euro weniger. Aber man kann also nicht sagen, dass das hier jetzt übertrieben teuer wäre. Und Deutschland ist halt insgesamt, was Essen angeht, Billigland. Also das ist in Frankreich einfach grundsätzlich teurer. Und ich finde... Ja, vergleichen wir es mal mit Annette Steiner. Die Burger sind hier um Längen besser und das für deutlich weniger Geld. Oder mit dem Fast-Food-Menü im Disneyland Paris. Ja gut, kostet dasselbe hier im Burger-Menü mit Pommes und Getränk. Zahlt im Prinzip dasselbe wie für, also wenn man kein Bier nimmt, sondern Softdrink, ist man... Dann kriegt man im Disneyland so einen kleinen Nachtisch dazu, aber das ist auch Massenware, nicht irgendwie selbstgemacht oder ähnliches. Und der Burger ist ich kann es uneingeschränkt empfehlen. So, jetzt ist Steffi fertig. Jetzt will Steffi auch was sagen. Geht da ein bisschen hin, da ist ein bisschen mehr Licht. Es ging auch um einige schneller hier. Ja, es also, ich habe gestern auf meinen Mini-Burger in Kulis irgendwie 15 Minuten knapp gewartet. Und hier war es bam bestellt und ja. Also und obwohl einiges los war, ne? Also der Laden ist nicht leer. Also, die sind da echt, es ist organisiertes Chaos da drin. Mhm. Mein Burger, ich hatte den Barbecue Burger, sehr lecker auch. Da gab es improvisierte Zwiebeln drauf, die waren irgendwie mit Rotwein oder irgendwas. Das war für mich ein bisschen too much, also ich musste ein paar Runde nehmen davon, weil es den Geschmack die anderen Zutaten so ein bisschen überlagert hat. Aber ansonsten war der Burger super lecker. Also ich hätte ich einen größeren Magen, hätte ich einen zweiten davon nehmen können. Thorsten musste mir dann mein letztes Stück ein bisschen auch mithelfen. Ja, und ich habe nichts dagegen gehabt. Aber auch die ganzen Käsesorten, die drauf gemacht haben, das ist super lecker. Also erst recht, wenn ihr überall eigentlich Käse drauf machen müsst, keine Ahnung, Auflauf oder was auch immer, dann ist das euer To-Go-Place für Burger. Also das ist echt lecker. Ja. Die Pommes waren heiß, die waren frisch und yummy. Also ich hatte... Ja, Thorsten wollte schon wieder... Nee, Entschuldigung. Ich hatte anfangs eigentlich nicht wirklich Bock auf Burger, aber bin jetzt echt happy, dass wir eigentlich da drin sind. Ich dachte, das Yummy wäre das Schlusswort gewesen. Das war so ein schönes Schluss. Yummy. Ja, er ist Yummy. Also alle drei Top-Empfehlungen. Ja. Geht mal zu Alfred Burger. Thumbs up. Ja. Du führst die Kamera, keine Ahnung. Ja, so sind wir alle da oben drin. Okay, geht hierher, lohnt sich. Ja. So, und wir zeigen euch nochmal den Blick über den weihnachtlichen Place d'Ariane im Val d'Europe. Wenn ihr in die Richtung schaut, da hinten ist das Einkaufszentrum, es ist noch ein bisschen immer noch weihnachtlich dekoriert, sieht richtig schön aus. Und mit dem Blick verabschieden wir uns für heute. Hoffen, unser Vlog hat euch wieder gefallen
und wir sagen tschüss und die beiden Mädels winken euch noch. Nee, jetzt winkt nochmal, jetzt seid ihr drauf.